Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich beantrage im Namen der AfD-Fraktion die Ergänzung der Tagesordnung um die Bitte an Herrn Strobel über den aktuellen Gesundheitszustand der am Samstag im Rahmen der Demonstration auf dem Kanzler der Wasen verschletzten Besucher zu berichten, insbesondere Andreas Z. Nach unserem Kenntnisstand ermittelt die Polizei wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes. Seit Jahren verüben Linksextremisten mit zunehmender Tendenz Anschläge gegen Sachen und Menschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es handelt sich hier nicht mehr um einen kleinen Bubenstreich. Wir stehen offenbar vor dem Beginn einer neuen Qualität des Linksterrorismus. Dem muss sich der Staat mit allen Mitteln widersetzen. Daher bitten wir Herrn Strobel zu berichten, wie die Landesregierung zukünftig mit dem zunehmenden Linksterrorismus umzugehen gedenkt. Linksterroristische Strukturen müssen erkannt, aufgedeckt, trockengelegt werden. Wer dies nicht für nötig hält, macht sich gemein mit den Terroristen und hat letztendlich Blut an seinen Händen. Denken Sie an die Anfänge der RAF. Und nur zu Ihrer Information, von meinen Kollegen gibt es bereits Steckbriefe der Antifa. Man sollte dringend etwas tun. Ich danke recht herzlich. Meine Damen und Herren, Sie haben den Geschäftsordnungsantrag gehört, Erweiterung der Tagesordnung. Wer dem Antrag der Fraktion der AfD zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenprobe? Enthaltungen? Damit ist der Antrag zur Erweiterung der Tagesordnung abgelehnt. Meine Damen und Herren, das sind Regularien des parlamentarischen Verfahrens. Der Geschäftsordnungsantrag war zulässig. Wir haben abgestimmt und mit dem Ergebnis muss jeder und jede leben. Vielen Dank. Auf dem Cannstatter Wasen demonstrieren seit Wochen Menschen aller ideologischen Ausrichtungen, die nichts weiter wollen als ihr normales Leben zurück. Friedlich und diszipliniert. Von allen Medien erleben wir Hetze, Beleidigungen, Beschimpfungen. Mein Kollege Peter Stauch und ich, wir waren dort als Teilnehmer, aber vor allem auch als Volksvertreter, um uns ein Bild von dieser Bewegung zu machen. Dort hätten Sie auch sein müssen, denn das sind auch Ihre Wähler. Die Terrororganisation der Antifa hat am Samstag 3 Demo-Teilnehmer überfallen und 2 schwerst verletzt. Ein Mann kämpft mit Schädelfraktur ums Überleben. Von Peter Stauch und mir, wie Sie vorhin gesehen haben, wurden Steckbriefe angefertigt und verteilt. Wir werden wahrscheinlich die Nächsten sein. Haben Sie das Thema gelesen? Herr Strobel, Sie können die Sicherheit friedlicher Demonstranten in Baden-Württemberg nicht mehr gewährleisten. Und Sie sind mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für diesen Vorfall am Samstag. Denn es gab die Wochen davor genau schon die gleichen Anschläge. Zur Sache und beachten Sie Ihre Redezeit. Sie alle haben eine mittelbare Verantwortung, weil Sie seit Jahren ein Vorgehen gegen diese Organisation ablehnen. Und auch heute früh haben Sie Ihr wahres Gesicht wieder gezeigt. Vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bundesweit erleben wir in diesen Tagen und Wochen anschwellende Demonstrationen gegen die Corona-Rettungstätigkeit der Regierungen. Und die größte Demonstration erleben wir Samstag für Samstag auf dem Cannstatter Wasen. Nun gibt es dort sicher dubiose Gestalten. Einige davon haben wir heute schon gesprochen. Es gibt Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker. Menschen, die jede Woche für ihre Grundrechte einstehen, demonstrieren, die zu diffamieren als Rechtsradikale, als Nazis, als Reichsbürger. Also wie unverschämt, wie unverfroren ist denn inzwischen die politische Klasse und die Medien in diesem Land verkommen. Aber wirklich total verkommen, Bürger so abzuqualifizieren in dieser Form. Das ist unglaublich. Ich kann Ihnen nur das Beispiel sagen. Gestern haben
Rechte an einer Demo der Milchbauern teilgenommen. Und die hatten bestimmt 50% Anteil an den Zuhörern. War das jetzt rechts unterwandert? Machen Sie Bilder, schauen Sie die Bilder an. Bürger spüren, haben ein Gespür, wann sie einschreiten müssen, wann ihre Geduld zu Ende geht. Und wir von der AfD, wir sind froh, dass wir genau für diese Menschen ein Sprachrohr im Parlament sind.